Ja, und damit, liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu unserem spanischen Imperium. Hier, warte, ich habe ja die netten Buttons. Die erleichtern mir das Ganze ein wenig. Ja, willkommen zu unserem spanischen Imperium, wo wir jetzt inzwischen schon eine kleine Streitmacht aufbauen können, die sich dann in fremde Territorien wagt. Oh, ich hab's gewusst, ne? Ich hab's gewusst, dass ich die Ölprovinz verlieren werde. Ich hab's geahnt. Warum habe ich die Truppen abgezogen? Warum habe ich das gemacht? Das bedeutet Krieg übrigens, ne? Für Westalgerien. Das bedeutet Krieg. Ja, ich Provinz verloren also. Und ja, ich sammle gerade sowieso eine Heeresgruppe bei Ausert. Ausert. Aussaat. Bei der Aussaat. Und ja. Tja, 162, 4 Artillerie, ein Panzerwagen und kleiner Kreuzer, zu dem wir noch einen anderen Kreuzer packen. Ist ja nicht so, dass wir geizig sind oder so. Und der bombardiert dann mal. Was nehmen wir denn mal? Dahin. Ne? Anderen Kreuzer haben wir schon in Stellung gebracht. Das ist der hier. Der ist inzwischen auch wieder auf 100% angewachsen, Moral und alles Mögliche. Hat auch schon Kills drauf. Ins. Wirst doch nicht. Doch keine Kills? Oh, nee, das war der hier. Wir haben schon drei kleine Kreuzer. Habe ich ja ganz verpeilt hier. Ich habe ja auf Produktion gestellt und gar nicht mehr richtig beobachtet, was denn jetzt alles so produziert wird. Der bombardiert mal St. Louis. Ist ja auch auf Autofeuer gestellt. Und was wir hier haben, ist unsere U-Boot-Flottille, die nach Französisch-Westafrika schaut, wo sich ein neuer Spieler breit gemacht hat. Eric Cartman, der auch schon in diversen Community-Maps dabei war, wenn ich mich recht erinnere. Ja, er hat mir auch eine gemeinsame Karte angeboten. Ich werde das Angebot überdenken, in Anbetracht dessen, dass meine bisherigen Bündnispartner offline gegangen sind. Oh, Moment, wo wir gerade dabei sind. Ja, genau. Gut. Habe jetzt erstmal Britannien auch rausgeschmissen. Ja, Britisch-Indien, so rum. Ne? Weil Inaktivität, es bringt nichts. Ja, warten auf Holz. Holz können wir mal ein bisschen umstellen. Und zwar auf. Also bei Stahl, also Eisenerz will ich definitiv über 200 halten. Weil wir es halt viel dringender brauchen. Genau, hier wartet er auch gerade auf Holz. Dem Ganzen können wir ein bisschen Abhilfe schaffen. Da trägt sich schon die ganze Zeit rum, indem wir uns einfach mal am Markt bedienen. So, zack. Das hat auch wunderbar geholfen, wie ich oben gerade sehe. Machen wir hier nochmal ein. Zack. Das hat gerade nicht geholfen. Egal. Jetzt wird hier irgendwo wahrscheinlich wieder etwas produziert. Nee, noch kein U-Boot. Keine Artillerie. Habe ich überhaupt, ja, habe ich in der Bauliste aufgenommen. Auf was wartet der? Wartet auch auf Holz. Die warten alle auf Holz. Ich gucke mal in der Bauliste nach eben. Provinzverwaltung, Bauaufträge. Beginnen in ca. einer Stunde, 10 Minuten die Eisenbahn in Madrid. Ach, kommt die in Lagos. Lissabon baut Fabrik erst in 5 Tagen. So, jetzt war. Die Madrid hat sich gerade geändert. Gerade eben begonnen. Wunderschön. Valenz und Barcelona kriegen einen Tag neu schon. Mein Gott. Können sie auch anstellen, ne? Die kriegen alle Eisenbahnen. Wir haben auch ein bisschen Plus. Und durch die Kohleprovinzen kann ich das Plus halt auch noch weiter ausbauen. Rabat kriegt ebenfalls bald noch eine Eisenbahn. Nachdem hier. Ne? Wollen wir mal korrekt darstellen. Stufe 4 erreicht wurde. Hier provoziere ich weiter Artillerie. Ja, das tue ich auch. Ich provoziere die auch. Produziere ich weiter Artillerie für meinen Feldzug, den ich hier gleich gegen Mauretanien beginnen werde. Wir erinnern uns übrigens, ich hatte versucht, mit einem Trick hier Wegerecht zu stellen. Das habe ich übrigens bei allen Nationen gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch mir eine Kolonie in Mekka eröffnen. Weil ich einfach quer durch den Kontinent latschen kann. Das wäre kein Problem. Mekka, 4 Tage, 31 Minuten dauert das Ganze allerdings. Also nicht ganz ratsam. Ich werde allerdings erstmal die kleinen überfallen. Nordniger und was war das hier? Trebu. 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 Whatever. Und erstmal Ostmali. Also immer diese drei Provinzen. Zack, zack, zack. Einkassieren. Soweit Öl vorhanden. Öl konfiszieren. Und. Ja. El Agub werde ich jetzt hier direkt nach Mauretanien einnehmen. Und praktisch eine geschlossene Linie schaffen.
Ich glaube, wenn ich die Kleinen habe, wird erstmal Westalgerien dran glauben müssen, weil er mir die Ölprovinz weggenommen hat. Tinahir, oder wie auch immer man das aussprechen mag. Ich weiß es nämlich nicht. Die er mir entwendet, fand ich nicht so toll, ne? Ja, komm, wir geben auch nochmal Eisenbahn in Auftrag bei Tanga. Doppelprovinz mit Dingens hier. Eine Stufe können wir schon mal machen. Zweite kann man einen Auftrag geben. Bei Rabat mache ich übrigens das gleiche. Auftrag, Auftrag. Beide Kasernen. Ich baue jetzt nämlich hier eine Doppelprovinz aus. Das ist vorteilhaft für mich zumindest. Ich habe ja nicht so viele Provinzen, aber das beschleunigt dann die Infanterieproduktion doch extrem. Bei Palma inzwischen 25 Mann angetanzt. Bei 98% stabil. 95% Moral. Können wir steigern. Bauen wir Festung nochmal aus. Und ja. Oporto. Kann ich Oporto eigentlich? Könnte ich auch Fabrik, aber lasse ich jetzt erstmal. Ich bin nämlich wieder etwas rückständig mit den Rohstoffen. Lissabon hätte ich die Fabrik gerne noch weiter gebaut. Aber gut. Wir warten immer noch darauf, dass wir den ersten Jäger in Lissabon produzieren können. Dazu brauchen wir natürlich viel mehr Holz. Ach komm, 31.000. Wen juckt's? Machen wir hier nochmal. 24.000 sind ja nicht so knauserig. So, zack. Und wieder ist eine richtige Reihe weg. Aber es ist immer noch nicht. Ich finde es blöd, dass Gebäude Vorrang haben. Ist ein bisschen tricky. Jo. Fabrik in Lissabon. Auch erst in 3 Tagen. Geil. Ja, beginnt in 1 Tag, 2 Stunden. Also hat es alle Rohstoffe. Okay. Anscheinend. Oder wartet noch auf die Fertigstellung einer anderen. Ich glaube, Eisenbahn war das oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jäger in Lissabon auf jeden Fall. Wartet auf Holz 1 Tag 16. Ist immerhin ein bisschen kürzer, ne? In 3 Tagen 16 Stunden werden wir genügend Holz dafür haben. Danach kommt das U-Boot, danach die Artillerie, danach wieder kleiner Kreuzer. Danach wieder ein U-Boot, danach Eisenbahn, Artillerie und so weiter. Das ist gestaffelt. Zum Entfernen will ich nicht klicken. Ich wollte eigentlich die Prioritäten irgendwie ändern. Jäger hat höhere Priorität. Wird vorher produziert. Weil ich will auch eine funktionierende Luftstreitmacht aufbauen. Es passt nicht, wenn ich, sage ich mal, nur mit einer Seemacht hier lang schipper, was natürlich auch sein wird. Und ich glaube, ich baue die echt nur aus kleinen Kreuzern auf. Kleine Kreuzerflottille aus mindestens 16 Schiffen ist mein Ziel. Mal sehen, ob ich das halten kann oder überhaupt hinkriegen werde. Aber ich denke mal, wenn wir genug Öl kriegen, ist das alles kein Problem. Ja. Auf jeden Fall, Mauretanien wird fallen wegen der Doppelölprovinz. Die ist definitiv wertvoll und wird definitiv genutzt. Französisch Westafrika hat hier keine Truppen. Ich würde mal vermuten, er überfällt demnächst französisch Obervolta. Oder Westmali. Das wäre natürlich nicht so schön. Weil mit Westmali habe ich auch Durchmarschrecht erwirkt. Könnte er dann praktisch gleich hier unten angreifen, den Flugplatz zerstören, Thessalit einnehmen, Kidal und Menaka. Oder. Ach, afrikanische Kolonialnamen. Das ist immer so toll. Oder Originalnamen sogar vielleicht. Aber genauso kompliziert. Ja, Feuer frei ist gegeben. Ich kann bald den Krieg erklären, sobald alle Truppen eingetroffen sind. Ich warte noch auf meine spanische Armee, die 27. spanische Armee, um genau zu sein. Die 33. ist bereits eingetroffen, oder 35. spanische Armee. Die 35. spanische Armee. Ich habe inzwischen übrigens auch in den meisten Provinzen, das sieht man hier übrigens, es so gesetzt, man sieht den Wegpfad, der markiert ist, sieht man hier. Sammelpunkte gesetzt. Das ist auch ein, ja, eine Premium-Funktion, mit der ich zum Beispiel bei der Provinz festlegen kann, dass alle Truppen, die dort rekrutiert werden, sofort in eine bestimmte, na toll, jetzt geht das Ding nicht weg, in eine bestimmte Zielprovinz geschickt werden und sich dort sammeln. Ne? Geschieht hier fleißig, finde ich wunderbar. Habe ich mit meinem spanischen Festland nicht gemacht, meinem Ursprungsland, weil da will ich immer Truppen haben und ich will die nicht irgendwo aus Versehen hinschiffen, wenn ich da mal welche brauche. Ist nicht so cool. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade was. Komm, weißt du was? Wir nehmen mal Serbien ein, weißt du? Nehmen wir mal Serbien ein, oder? Ich weiß nicht, ob die Truppen dafür ausreichen. Aber dann gleich die Hauptstadt. Na, Hauptstadt fallen und dann Tirana fallen und dann passt das.
Dann können wir, wenn wir da genug Truppen haben, eventuell noch Bulgarien einnehmen und schließen dann gleich ans Osmanische Reich an. Griechenland soll mir erstmal relativ egal sein. Bis auf Gas, das doch Doppelgasprovinz. Okay, Griechenland nehmen wir vielleicht auch noch ein. Italien Doppel. Ja, ist jetzt nicht so. Naja. Doppelgas haben wir eigentlich relativ häufig, so wie ich das hier sehe. So, Gas ist jetzt, glaube ich, nicht so die Mangelware. Na denn. Na denn. Was mich schlaucht, Britisch-Indien hat mich in den Punkten schon wieder überholt. Ist nicht so toll. Nö, 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 nö. Ja, den habe ich gerade ausgeschlossen. Gut. Was haben wir gesagt? Doch, unter blablabla. Die reichsten Nationen. Oder reichsten Individuen. Kommandant Paul Celestin Venel. Okay. Sultan Hussein Kamel, Sultan Mehmet, Imperator Serien auf Platz 7 mit 3%. Gott, wie können die alle schon mehr haben als ich? Ich meine, ich hatte ja vorhin über 200.000. Und für Tag 21. Okay, Tag 21, ne? Könnte besser sein, aber gut. Ja. Viel gibt die Zeitung nicht her. Da sind wir noch etwas lame, in Anführungsstrichen. Und ja, wir sehen einfach mal, wie das Ganze wird. Wann unsere Truppen da sind, dauert jetzt noch ein bisschen. Und ich denke mal, da können wir bald der Heeresstärke dann auch. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wo ich genau einfallen werde. Eigentlich nur Djibo oder nur Dibo, nur Dibu oder wie auch immer. Da würde ich ganz zuerst einfallen. Allerdings ist Atar auch sehr gut gelegen. Gleich, da kann man gleich auf alle rüber. Aber allerdings haben wir hier so einen schönen Verteidigungspunkt. Müssen uns gegen zwei Provinzverteilungen nicht gegen. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 4. Gegen 4 Provinzen. Und, naja. Nehmen wir einfach mal die Fischprovinz. Fahren wir darüber ein. Dann gleich Hauptstadt einnehmen. Unsere Schiffe bombardieren währenddessen ja weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das U-Boot sicherheitshalber mal hier hinziehe, falls die irgendwelche Leute ausschiffen, dass das U-Boot dann automatisch. Aber ich kann auch übrigens automatisch Aggressivangriff machen. Das hat mich gewundert, weil U-Boot ist eigentlich gar keine Fernkampfeinheit. Ihr seht, ist keine Fernkampfeinheit und geht in Nahkampf über, sobald sich ein Schiff nähert. Also, nicht etwas irritiert, was dieses Aggressiv eigentlich soll. Also Feind in Reichweite angreifen. Vielleicht, wenn hier irgendwie Truppen gerade ausschiffen, aus San Luis zum Beispiel. Mauretanische, wer kriegt das mit? Flitzt da dahin und versucht sie zu bekämpfen. Würde ich mir jetzt zumindest so erklären. Bleibt abzuwarten, werden wir sehen. Bis dahin müssen wir erstmal warten. Wie lange dauert das noch? 7 Stunden und der braucht insgesamt mehr als. Oh, nur 11 Stunden. Die sind schnell, die Viecher. Die sind richtig schnell. Also, das ist echt ein Vorteil. Wir können mal kurz gucken. Das wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Kein Kreuzer, ist ja kein Hafen. Ich schlauer Mensch. Angriffsstärke, Geschwindigkeit auf See, 67 km/h. Ein Schlachtschiff bringt es auf, oh, auf nur 30 km/h. Das ergibt natürlich Sinn. Der kleine Kreuzer ist mehr als doppelt so schnell wie das Schlachtschiff. Im Verband wäre der kleine Kreuzer natürlich auch viel langsamer auf die 30 km/h des Schlachtschiffes gedrosselt. Dafür ist halt nicht so schlagkräftig und halt als schnelles Einsatzschiff gedacht. Was haben wir Bomber eigentlich? In der Luft 144 km/h, auf See 20 km/h, zu Lande 18 km/h. Also nur Transportwege und in der Luft ist halt Angriff. Eisenbahngeschütz hatte 20 km/h, ne? Auf Wasser wohlgemerkt, auf Land nur 13. Der Jäger hat in der Luft eine Geschwindigkeit von 215 km/h. Auf See und auf Land gilt das gleiche wie für den Bomber. Von einer Reichweite von 250 Kilometern ist extrem. Oder 350 ist das höchste. Also Bomber hat wirklich die extremste Reichweite. Und ich werde da, glaube ich, auch mal was machen. Ah ne, wir waren bei Rabatt. Das wollen wir gar nicht. Hier nehmen wir einfach mal die Artillerie aus der Produktion. Bomber. Jäger. Bomber. Der Reihenfolge. Vielleicht wird es was mit der Produktion, vielleicht auch nicht. Ich muss erstmal die ganze Rohstoffproduktion voll nach oben schrauben. Und sehen, dass das da ein bisschen zack nach oben geht. Jo. Fürs Erste denke ich mal, war es das wieder mit unserer kleinen Übersicht. Mit unserem kleinen Was geht ab. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, wenn es dann hoffentlich schon in den Krieg gegen Mauretanien geht. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, habt da Spaß, Tschüsseli und Horido. Tschüsseli, bis denn.